Ihr personifizierten Diamanten, es ist angerichtet, es ist aktiviert worden, es ist vollbracht. Es ist die Nummer 100. Es ist die Nummer 100 und wir haben de facto mitnichten ein Thema. Das ist die Thematik dieses Videos. Es handelt sich um das Konzept der Konzeptlosigkeit. Wir parlieren frei ins Blaue. Ich präsentiere zunächst in großem Dankeschön die Dekoration. Wir haben Andrei Zulawski, frage es dich stets, bist du in deinen Satzstrukturen Homer oder bist du Zulawski? Kollege Hank erwies mir die Ehre in den Kommentaren zu einer der Buchlesungen und ich bin hochgradig dankbar hierfür. Dann haben wir hier die Girls aus NFS Underground. Diamanten. Ein wenig Schleichwerbung für Jaguar, normalerweise günstigeres Duschgel, jedoch das war ein Geschenk, für das ich einer bestimmten Person sehr zu Dank verpflichtet bin. Warum den Globus? Ganz einfach, weil wir verschiedene Welten bereisen, Innenwelten, Seelenwelten, Seelenkosmen. Es sind Seelensegelflüge, die wir vollführen und dabei hoffend darauf natürlich, dass die Landung keine Bruchlandung wird sein. Und so dreht sich die Welt. Und du fragst dich stets, um wessen Person, um wen dreht sich diese Welt? Um wen dreht sich das, was wir parlieren, was wir besprachen? Unser Freund Columbo. Hier ein Daimler von, ich meine, 1934, V26. Sehr schönes Gefährt. Ein schönes Audi V8-Bildnis. Und Höhepunkt der Dekoration, Nachtblende. Ich kann jetzt keine genaueren Auskünfte erteilen, denn bestimmte Daten, ob jetzt 21. November 2019, 26. November 2019, 5. Dezember 2019 und so weiter und so fort, das ist alles hochgradig komplex. Deswegen lassen wir dieses aus, sonst wird es zu kontrovers, aber auf jeden Fall ein Werk, das mir sehr viel bedeutet und das auch sehr viel mit meinem persönlichen Leben zu tun hat. Die Verbindung ist omnipräsent, sie ist allgegenwärtig. Du kannst sie nicht wegignorieren, du kannst sie auch nicht... Weißt du, die haben ja alle diesen Kippschalter. Ja? Du spielst die Rolle des wortgewandten Menschen, und des Analytikers, wenn du irgendwie für die Uni oder was auch immer was analysieren musst, so machen sie es alle. Aber diese Leute, die das in die Realität tragen wollen, die ein Stück Fiktion, ein Stück Poesie und so weiter und so fort nicht einfach nur präsentieren wollen, um jemanden zitieren zu können, sondern die selber Geschichte schreiben wollen. Diese Leute, die ecken natürlich wahnsinnig an. Und da frage ich mich manchmal, wer soll das jemals kapieren? Denn wenn du wirklich ein Stück davon in die Realität trügest, du erntest sofort die merkwürdigsten Blicke. Ja. Was würden meine Freundinnen und Freunde sagen, wenn ich mit so einem antanzen würde? Jemandem, der das, was ich im Fernsehen oder wenn ich es für die Uni analysieren muss, wo ich dann... ein Zertifikat als Belohnung bekommen oder so. Jemand, der diese Sachen, die andere nur in bestimmten Rollen oder Schubladen ausleben, in die Realität tragen will, ja. Dieses wie im Film, ja. Also nicht einfach nur das Ganze privat verbergen und nur fiktional ausleben, sondern der wirklich im Ernste, im tatsächlichen Leben so sein will. Was würden meine Mitmenschen sagen, wenn ich so einen Freund vorbeibrächte. Das dächten jetzt verschiedene Mädchen und Damen und ich kann das auch irgendwo nachvollziehen. Wir leben in einer absoluten Mainstream-Gesellschaft, in der bestimmte Verhaltensmuster einfach nicht als tolerabel erachtet werden. Und wenn man dann so viele Wörter mit Abel verwendet, dann finden die das nicht ganz so akzeptabel. Sie finden es vielleicht nicht völlig miserabel, aber eben auch nicht formidabel. Und ja, das ist eine äußerst komplexe Angelegenheit. Ich dächte mal, ich bin
dann die Droge oder der Film oder was auch immer ich will, dass das Rauschhafte, das Exaltierte, das Dionysische, das Abgedrehte, das Herz sprechen lassende auch zulässig ist. Ja. Und nicht nur in bestimmten Modi, um mal kurz aus sich herauszukommen. Nein, es sind nicht einfach Stimmungen. Du willst wirklich sein. Du willst wirklich sein. Und wenn du dann dosierst auf 3% Daniel, 5% Daniel und äußerstenfalls in deinen eigenen Büchern mal auf 30 oder so erhöhst, aber im realen Leben niemals in den zweistelligen Bereich gehen darfst und deine eigenen 100% oder gar 500 sowieso ohne dies niemals kennenlernen willst, weil es auch dich maßlos überfordern würde, dann bist du in diesem Kosmos gefangen. Und ich stelle jetzt einfach mal, ah ja, das gehört auch noch zur Dekoration. PSP, D2, Sonnenbrillen. Ja. All dieses. Ich stelle das jetzt einfach mal hier hin. Wir stimmen weiter munter ab. Ich meine, wir parlieren weiter munter, so rum. Jetzt verliere ich schon den Worttext. Und sprechen einfach mal über bestimmte Phänomene. Ja. Also, um das zu vollenden, du bist die Seele. Ja, du hast nicht diese Trennung. Es gibt Dinge, bei denen vermag ich zu trennen, aber du hast nicht diese Trennung, du kannst nicht einfach sagen, so, ich schalte jetzt in den plumpen, ich sag nur Hi, wie geht's, Modus, in der Hoffnung, in der ich dann verharre, dass die andere Person dann einfach sagt, cool, der sagt nicht viel, wollen wir. Ja. Das ist eben die Kunst, die viele beherrschen, diesen Kippschalter zu bedienen, dass sobald die richtige Person eintrabt, man in diesen lapidaren Modus schaltet. Und auf diese Weise natürlich sehr schnell sehr viele Beziehungen entstehen, weil das Leben ist zu nah am Leben. Wer ist schon imstande, wirklich über Emotionen zu sprechen? Ja, also nicht nur Bett und Alltag zu teilen, sondern Gedanken zu teilen. Das ist ja das Trio, das du haben kannst, theoretisch. Bett, Alltag, Gedanken, das sind die drei Säulen, die im Leben theoretisch mit anderen Menschen geteilt werden können. Und die meisten machen es sich da ein bisschen leicht. Sie streichen einfach die Gedanken raus. Zwei Drittel reichen auch, so nach dem Motto. Aber das ist ja der Punkt. Es sind eben nicht zwei Drittel, weil wenn der Gedankenpart eigentlich im Herzen der wichtigste ist, gut, klar, so gesehen, da fühlen sich die Leute jetzt als Lustobjekt nicht ernst genommen, wenn man jetzt wirklich sagt, dass die Gedanken wichtiger sind als der andere Kram. Aber dennoch, ich bleibe bei dieser Kontroverse. Wenn man die Gedanken einbände, dann wäre das sinnvoll. Aber es ist verboten in Anführungsstrichen. Ja, es führt in eine gewisse Isolation. Weil ich bleibe dabei, nur Schlafgemach und Alltag zu teilen, wie viele das praktizieren. Das sind eben nicht zwei Drittel aus diesem Trio. Weil allein der Gedankenpart schon 90% von solch einem Trio auszufüllen imstande ist. Der geruht, das alles auszufüllen. Ja. Weil du willst ja einer Person zwar kein Loch in den Kopf bohren, um dieses auszufüllen und in die Gedanken einzudringen oder Gedanken zu lesen, aber du willst ja zumindest ein Stück weit fühlen können, was dächte die Person, was ersehnt sie. Ja, wie bei Fantômas einmal, was ist das Gute, was ist das Böse? Für mich ist das Gute das, was ich will und was ich ersehne. So, also wenn eine Person wirklich etwas ersehnt, dann muss sie das auch ausdrücken dürfen. Dann muss sie das auch ausdrücken dürfen. Ich raste hier so aus, weil es die Nummer 100 ist und ich jetzt dankenderweise auf 99 Werke in Anführungsstrichen zurückblicke. Ah ja, was wollte ich noch zeigen? Genau. Wir haben hier unseren legendären Perceval. Auch spannend, ich entsinne mich, ich grüße alle Märzmärchenprinzen, entsinne mich relativ deutlich, wie das war. Es gab ja dann auch zuvor diese Februargeschichte, jemand lüde, einen Ritter, einen Gladiator, Wunderprinzen hoch und genau, ich wurde berichtigt, es sei ein Gladiator, weil meine historische Bildung sich nur auf Homer besänne und nicht auf reale politische Fakten.
So hieß es sinngemäß. Und genau, es ist ein Gladiator, kein Römer oder was auch immer, sondern es wurde ja so, es war ja so in der Geschichte, vor einigen 100 Jahren wurden ja in Wiesbaden ganze Armeen von Gladiatoren gezüchtet. Und die durften dann erstmal ein paar hundert Jahre ruhen und die werden jetzt heutzutage auf die Gesellschaft losgelassen. So viel zur Geschichtsstunde. Passt auch gut, meine beste Freundin, die ich über alles schätze und immer ehren werde und mit Liebe umschlänge, die ist selbst auch Geschichtslehrerin. Und also was heißt auch, ich bin's nicht. Ich mache mich gerade dazu. Genau, so war das damals. Wiesbaden hat ja in vielen Hinsichten glücklicherweise sehr viel Schönheit erhalten können. Es ist ja zum Beispiel eine Stadt, die wurde Weiland im Zweiten Weltkriege mitnichten bombardiert. Du siehst das heute noch. Du siehst heute noch die Spuren der nicht entstanden seienden schlimmen Spuren. Du siehst eine wunderschöne Stadt. Und gleichwohl, auch wenn es eine wunderschöne Stadt ist, es gibt immer mal wieder so, ja, das ist hier Insider-Modus pur. Für jeden neutralen Zuschauer natürlich, gut, wer kann überhaupt neutral sein, ne, ist die Frage. Natürlich irritierend. Gibt, wie gesagt, auch in dieser wunderschönen Stadt, die ich eigentlich sehr schätze, gewisse Gladiatoren, die sind dann eben mal verbal ein bisschen kampfbereit. Und dann muss man das Schwert der verbalen Künste auch mal schwingen dürfen. Denn wenn es nicht schwänge, dann die wahre Kommunikation nicht gelänge, wo bliebe dann die Leidenschaft, wo bliebe die Passion? Warum immer sagen, alles stört, alles direktere und klarere und fühlendere muss ausgeschlossen werden? Nein, das muss es mitnichten. Du musst es einbinden, du musst es fühlen, du musst es spüren, nachempfinden. Ich sehe auf die Zeit und sage ganz klar, wahrhaftige Kommunikation, die aus dem Herzen kommt, die lässt auch mal die Kontroverse zu. So, und was möchte ich noch mitteilen? Das passt hier alles gar nicht in die Nummer 100 rein. In der Nummer 101 möchte ich natürlich nochmal Zoe 101 erwähnen. Ist doch klar. Genau, ich bedanke mich. Wir blicken zurück bei diesen 99 Videos, die wir schon hatten, bei diesem 100. das wir gegenwärtig vollführen, auf das Format CubeTube. Kennern bekannt. Ja, Einblicke in GameCube Classical. The Son of PS1. Auch da. Vom Sohne der Nacht erschaffen worden. Ebenfalls ein interaktives Kunstformat. Da hatten wir diese zwei Episoden Sessel der Wahrheit mit Nerds Declassified, School Survival Guide, Results May Vary. Ja. Und noch so diesem und jenem bisschen Romär. Dringend empfehlen möchte ich auch zum Beispiel das Video zur Frühlingserzählung, Video 86. Da sieht man mich mal in Gänze. Da stehe ich freudengeschwängert im Spiegele und parliere. Ja. Genau wie bei vielen anderen Romer-Videos. So, oder wir hatten zum Beispiel, um auch ein bisschen kontroverser zu werden, in Anführungsstrichen, Scarface. Ja. Nummer 84. Ja, und auch sonst, das sind wirklich einige, also die Formate noch, ja. Nicht nur CubeTube, Son of PS1, Sessel der Wahrheit. Das sind zum Beispiel jetzt ein jüngeres Format, Für die Türe, ich es spüre. Die DVD-Kritiken da an der Haustüre. Oder das neueste Format. In Lesestunden es bekunden, Schattenbild nicht überwunden. Da erlese ich aus selbst erschriebenen Werken. Dann, wie gesagt, ganz spannend, Nummer 85, das Zoe-Video. Das empfahl ich auch einer Freundin von mir, die liebt das von früher, Zoe. Gut, kam jetzt nur ein Kommentar von unserem legendären Tesafilmmeister. Ich gebe zu, gerade bei Zoe wünsche ich mir irgendwie noch mehr Menschen, weil das eben mir viel bedeutet. Ja. Also wie gesagt, unser Löwenzahn-Kamerad hat sich zu Worte gemeldet, aber vielleicht kommt er beispielsweise noch die Zündung herbeigestürmt mit ein paar Palmenschulhöfen. Ja. Ansonsten sage ich, die Nummer 73 ist das wichtigste Video von allen. Das war das zweite Video mit Lara. Und es handelt sich um Le Genou de Claire. Das ist Romer pur. Mehr Romer geht gar nicht mehr. Das ist ein Schwenk aus
meinem tiefsten Leben und ich muss im nächsten Video auch mal kurz Jerome zitieren. Wir sind knapp in der Zeit, Teil 1 vollendet. Vielen lieben Dank.